Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. Wie ihr seht, ist alles leer, doch da hinten alles voll. Und ich bin heute nicht alleine. Kannst winken, gut. Denn heute wird der Boden abgefräst. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Nach dem Intro geht's los. Let's go! Hier kommt jetzt ein kompletter Ausgleich noch rein und muss vorher mit der Box sekundiert werden. Und da unten kommt oben auf den Ausgleich noch eine Beschichtung drauf. Und der wichtigste Schritt ist wie immer die Vorbereitung. Dafür habe ich heute die Firma Janser da, denn da können wir gleich mal die nagelneue BS 580 testen. Das ist das Monster. 32er Anschluss, da steckt Leistung dahinter. Das Geile ist, hier ist der Wassertank. Kann man alles hier drüber regeln. Und jetzt kommen wir zum Biestern. Gegenseitige rotierende Teller. Wahnsinn. Und das Geilste ist, Quick Change System. Du nimmst ja bloß deine Aufsätze. Also wenn wir nochmal schleifen, gibt es keine Drehrichtung. Ich steck sie dir bloß hier rein. Fertig. Und wenn man hier PKD fräst, dann sind Drehrichtungen hier angegeben. Einmal für den linken Teller, einmal für den rechten Teller. Und das Geile ist, hier oben kann man mit dem Schraubenzieher die Drehrichtung einfach ändern. Aber wir wollen das Ding jetzt in Action sehen, oder? Natürlich. Let's go! Und hier sehen wir jetzt, wie wichtig es ist, diesen Boden vorher abzuschleifen. Hier war vorher schon eine Halle drin. Und wir wissen halt nicht, ob schon was ausgelaufen ist. Auf jeden Fall haben wir hier eine riesengroße Treckerablagerung. Und damit unsere Epoxy oder unsere Kodierung später richtig krass einziehen kann, müssen wir oben die erste Schicht wegnehmen. Mit der Maschine kann man auch punktuell wirklich Kuppen wegschleifen, so wie in diesem Fall. Dieser Boden wird sehr wellig. Und was auch ultra geil ist, man kann ziemlich nah an die Wand ran fräsen und schleifen. Zudem nimmt man oben jede kleine Partikel oder lose Stelle mit weg und man hat keine Probleme im Nachhinein. Das Ding ist der blanke Wahnsinn. Mein kleiner Betonschleifer hätte ich wahrscheinlich 8 Jahre gebraucht. Hier geht der Fußboden so bis Stroh. Gucken, lässt man hier mehr ab. Dass wir hier weniger Ausgleichswasser auftragen müssen. Die Wolle dann auch, aber die Wolle geht es hin. Geil! Geil! Ist das geil oder ist das geil? Wir kamen sogar hier bis zum Rand hin. Brauchen wir jetzt eigentlich so gut wie nicht mehr nachschleifen. Bei dieser Kombi mit dem Staubsauger hier kannst du hier einfach mit dem Kabelbinder zusammen machen. Das rutscht dann nach. Und dann kannst du es einfach wieder zusammen machen und abschneiden. Und hast einzelne Säcke ohne Staub in der Lunge. Dadurch wir sehr hohen Abtrag mit der BS 580 haben, müssen wir immer wieder den Janwag 3800 ausschalten, damit das ganze Staub in den Sack reinfällt. Und das zeigt uns der Staubsauger durch die rote Leuchte. Und jetzt zeige ich euch den staubfreien Entsorgen. Wir nehmen 2 Kabelbinder. Einfach trennen. So wird der Staub entsorgt. Geil. Hat sie Spaß gemacht hier? Sehr gut. Und hier? Dadurch, dass wir hier wirklich wenig Rand haben,
können wir bis zum Rand schleifen. Merkst du da was? Mir wurde gesagt, das war ein kleiner Insider. Und das Ganze sind jetzt hier rund 80 Quadratmeter gewesen. Schleifen und saugen, anderthalb Stunden würde ich sagen, circa. Also mit rein und rausräumen, kriegst du so ein Ding hier in zwei Stunden geschliffen. Also mit meiner Kleen wäre ich da wahrscheinlich 8 Jahre dran gewesen. Jetzt unter den Heizkörper, da schleife ich nochmal lang. Also ist so dramatisch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Epoxidharzgrundierung und Ausgleich. Im großen Stil. Und so noch was Cooles sagen? Nee, das sage ich nicht. Und dann musst du ja drauf schlagen. Bis zum nächsten Mal. Kuss auf die Nuss. Kuss auf die Nuss. Ciao, und Kakao. Perfekt. Danke, dass du mein Video bis hierher geschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Hast du Fragen oder Anregungen, schreib es unten in die Kommentare. Wir lösen dein Problem. Jetzt heißt es für dich, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gebe dir einen fetten Kuss auf die Nuss und denke mal dran. Einfach machen, der Fehler macht dich besser. Bis dann, ciao, Kakao.